des Films Das Wochenende naht. Ich wünsche euch allen natürlich ein wunderbares Wochenende und es wird auch eine Kritik folgen dann zu dem Film, der am Wochenende für mich der herausragendste ist. Man kann ja schon mal durchblicken lassen, es wird Sie im Leben sein. Aber heute geht es um einen ganz anderen Film. Viele von euch haben sich gewünscht, mal ein paar Geheimtipps in Anführungszeichen zu bekommen und das ist in diesem Fall 3990. Den Film kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Was ist 3990? Okay, das ist ein französischer Film, das heißt, wir bewegen uns auf der europäischen Filmebene. Französische Filme haben eine ganz eigene Geschichte und oft einen ganz eigenen Flair. 3990 ist die Verfilmung eines ganz bekannten französischen Buches, 99 Francs. Das wäre dann im Original, glaube ich, 99 Francs, der Originaltitel des Buches. Und mich hat dieser Film schlichtweg umgehauen. Warum das so ist, hier merkt man, hier ist ein gewisses Budget dahinter, aber vor allem schon allein der Hauptdarsteller, Jean Dujardin, was du dann so viel hast wie John aus dem Garten oder Garten-Johnny. Jean Dujardin spielt die Hauptrolle und den kennt ihr vielleicht aus OSS 117 aus den beiden Teilen, die auch wahnsinnig lustige Agentenparodien sind oder Satiren. Jean Dujardin spielt einen aufstrebenden, ich glaube in Richtung Art Director, gehenden Werbeschaffenden. Das heißt, in einer riesengroßen Werbeagentur arbeitet und dieser ganze Film beschäftigt sich mit der Werbebranche, wie die versucht, uns klarzumachen, welche Produkte wir haben müssen und welche nicht und welche Sachen unbedingt gekauft werden müssen und was nicht und was wirklich dahinter steckt. Aber um erstmal einen kleinen Geschmack davon zu bekommen, schauen wir in den Trailer rein. Mein Name ist Octave, ich bin Werbefachmann. Das hier ist Ross. Ross, Rees und Witchcraft. Eine der größten Werbeagenturen der Welt. Das ist hässlich. Gewöhnlich. Der da, das ist mein Charlie. Er gehört mir. Er ist mein Partner. Hier bei Ross und Witchcraft ist der Kunde König. Und der Kunde sind Sie. Oh, das ist Jeff. Das stinkt hier aber nach scheiß Sauerkraut. Oh, Jeff. Darf ich vorstellen, der Mann, der das Sauerkraut herstellt? Jean-Pierre Ranu, Jean-François Marolle, Jean-François Marolle, Jean-Pierre Ranu. Ach, Monsieur Ranu, es tut mir wirklich entsetzlich leid, aber wir stehen oft so unter Stress, da braucht man hin und wieder mal eine kleine Auflockerung. Vergiss es, er ist der Regisseur für den Spot. Ja, verschwinde. Sophie arbeitet seit 3 Jahren bei Ross. Mark hat sie eingestellt. Er hat immer einen guten Geschmack gehabt. Nein, ich bestehe nicht drauf. Mit einer Praktikantin im Fahrstuhl Sex zu haben, ist mir zu Adrian Lynn mäßig. Ich wusste, du bist eine Sau. Komm her, setz meine Brille auf. Los, so kann ich mich selbst küssen. Mach ruhig an die Arbeit. Ja, machen wir, Chef. Wir geben alles. Wow, klingt funky. Schluss mit der guten Laune, die Ferien sind zu Ende. Game over. Wir brauchen bis 14 Uhr ein neues Starlight-Konzept oder wir sind tot. Alle. Ich habe die Vorgabe, in diesem Jahr 12.000 Tonnen Joghurt zu verkaufen. Machen wir es also jung. Und sexy. Es wäre schön, wenn du beim Schlucken die Augen schließt, okay? Man muss auch den Genuss in deiner Kehle spüren. Was zum Träumen, Jungs? Ein schöner Schokoladenriegel mit einer feinen Milchcreme-Füllung. Na bitte. Jetzt wissen Sie, warum es so beschissene Werbung gibt. Das muss sich ändern. Sie bieten uns den Posten des Creative Directors an. Nein. Aber wieso? Ich hab was, das ist viel sexier. Sie glauben, ich würde die Welt verschönern? Falsch. Ich mache sie kaputt. Ich bin kein netter Kerl. Kein verantwortungsloser Idiot hatte in den letzten 2000 Jahren jemals so viel Macht wie ich. Also ihr seht, dieser Film kommt etwas freaky daher und das wird ja auch von Anfang bis Ende bleiben. Während der am Anfang noch relativ normal ist, wird der hinten zu immer abgedrehter. 3990 hat wunderbare Bilder und der Hauptdarsteller zeigt hier wirklich aus allen Rohren, was er drauf hat. Da bleibt wirklich nichts übrig und man kann vor dieser schauspielerischen Leistung einfach nur den Hut ziehen. Es ist immer schön, französische Schauspieler in der männlichen Riege wie Depardieu oder Vincent Cassel oder Vincent Cassel, die auch immer französisch ausgesprochen wird, oder in dem Fall Jean Dujardin anzuschauen. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst. Dieser Film lässt einen wirklich zum Nachdenken anregen. Man muss vorneweg sagen, hier wird viel mit Sex, viel mit Drogen, viel mit einfach, man hat das Gefühl, mit der Realität hantiert, wie es denn wirklich hinter den Kulissen ausschaut. Und deswegen kriegt dieser Film wirklich ein besonderes Lob, weil er kommt so klein daher. Kaum jemand wird ihn wahrscheinlich kennen. Vielleicht kennen viele von euch oder einige von euch das Buch dazu. Ich finde es eine wirklich gelungene Verfilmung und ich kann vor diesem Film nur meinen Hut ziehen. Ich habe ihn mehrere Male gesehen. Das
Traurige ist, dass solche Filme mit so hohem Niveau oft dann manchmal nachts auf Arte oder auf Dreisat, was ja wirklich gute Sender sind, versendet werden um 1 Uhr morgens und niemand kriegt es wirklich mit. Das ist wirklich ein gelungenes Meisterwerk. Ist natürlich vielleicht nicht unbedingt für die breite Masse total Mainstream-mäßig gedacht, aber wen sowas interessiert, kommt voll auf seine Kosten und der Film ist einfach der Hammer. Also 39,90, um zur Wertung zu kommen, kriegt 8,5 von 10 Punkte. Das heißt, ihr müsst euch den mal anschauen bei Gelegenheit. Da werdet ihr bestimmt die Sache nicht bereuen, dass ihr mal reingeschaut habt. Also 8,5 von 10 Punkte für 39,90.